Hey Leute, bald ist wieder Karneval und ich möchte euch zeigen, wie ihr aus einem Blatt Papier und einer Schere ganz einfach eine Tröte selber machen könnt. Wir beginnen damit, indem wir das Blatt mehrmals in der Mitte falten und es anschließend auseinanderreißen. Und wer möchte, kann es natürlich auch mit einer Schere in der Mitte durchschneiden, was wahrscheinlich sehr viel schneller geht als das, was ich hier tue. Perfekt, diese Hälfte falten wir nun ebenfalls in der Mitte. Und schneiden mit der Schere auf der gefalteten Seite zwei kleine Dreiecke rein, die ungefähr so aussehen könnten. Sehr gut, jetzt nur noch die Enden der gegenüberliegenden Seite knicken. Und so sieht die fast fertige Tröte dann aus. Zum Schluss in der Mitte der zwei Dreiecken das Blatt Papier durchschneiden und schon haben wir zwei Tröten. Und um sie zu benutzen, einfach nur hier mit den Fingern festhalten, zwischen den Fingern eine kleine Öffnung lassen und durchpusten. Das hört sich dann ungefähr so an. Und wer möchte, kann seine Tröte natürlich auch etwas bunter machen und sie individuell bemalen. Das war's, seid ihr auch Karneval-Fans und habt euch bereits ein Kostüm ausgesucht oder versteckt ihr euch lieber zu Hause und wartet, bis das Ganze vorbei ist? Schreibt's unten in die Kommentare, ansonsten könnt ihr das Video auch gerne liken und teilen oder euch weitere Videos von mir ansehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.